Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und wir machen noch eine kleine Ergänzung zu unserer Milka-Fabrik und zwar bauen wir noch ein passendes Schild dazu. Unser Aushängeschild, dass du schon auf weiter Distanz erkennst, dass hier eine Schokoladenfabrik ist. Und da passt doch nichts Besseres als unsere Milka-Co. Und wie wir uns so ein tolles Schild bauen, zeige ich dir. Ist gar nicht mal so schwer, die sich zu bauen. Wir fangen einfach an, erstmal uns den... ja, den Stamm einmal zu bauen für unser Schild. Wir fangen aber an, uns eine Fläche von 4x4 uns hier erstmal hinzusetzen. Dann können wir hier einfach mal uns so ein schönes Plus einmal raufzeichnen. Und das Plus machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 3 Blöcke. Wir nehmen dann einfach mal ein paar Treppen, die plötzlich ich mir einmal unten hier einmal so ran. Und an den Seiten jetzt hier nochmal einfach zwei Treppen, die dann Rücken an Rücken angelehnt sind. Und dann haben wir unten, sag ich mal, das ganz massiv hier gebaut. Das heißt, wir können uns jetzt unser Schild hier so nach oben ziehen. Wie hoch du dir das jetzt, sag ich mal, ziehst, ist dir überlassen. Kommt darauf an, was du noch in der Umgebung hast, ob du Hochhäuser hast, ob du, sag ich mal, nur Wald in der Nähe hast. Wenn du die passende Höhe erreicht hast, dann setzen wir oben ganz einfach ein paar Treppen rauf, die sich, sag ich mal, immer so anecken, dass wir hier an sich so ein kleines Viereck halten. Darauf setzen wir jetzt nochmal 3 weitere Ebenen und zum Schluss setzen wir nochmal hier oben drauf einfach unsere Treppen, aber diesmal umgedreht, so dass hier das Ganze dann nach unten ist, das Viereck. Als nächstes gehen wir mal von der Mitte aus, einfach 5 Blöcke nach außen weg. Das können wir hier auf jeder Seite einmal machen. Ihr könnt das Ganze dann auch hier als Viereck einmal verbinden miteinander. So, dann haben wir hier schon mal so ein schönes Viereck erhalten. So, denn das ist, sag ich mal, unsere Hilfslinie, um dann unser Pixelbild, sag ich mal, hinzumachen. Wir gehen jetzt einfach auch mal an unsere Kuh hier einmal ran. Wir gucken einmal rein, weil ich werde mir das Ganze wie immer kopieren. Und unser Pixelbild hat ein Maß, sag ich mal, von 14 mal 14. Und das ist dann ideal, dass wir das dann auf den Rahmen setzen können und dann jeweils dann immer drehen können und uns da dann durch das Schild basteln. Weil Pixelbilder immer für mich eine Qual sind zu erklären, stelle ich mich hier vor einfach hin und ihr könnt euch das gerne abpixeln, wenn ihr wollt. Danach heißt es natürlich, die Kuh, sag ich mal, in unseren Konstruktionsblock zu speichern. Wir gehen einmal rein. Wie gesagt, das hat ein Maß von 14 mal 14 und die Breite ist jetzt hier bei mir nur ein Block. Und dann speichert ihr euch das einfach mal ab, wie ihr wollt. Und dann heißt es gleich, einmal nach oben fliegen. Sind wir jetzt oben angekommen, können wir einfach an unseren Rahmen gehen. Natürlich müssen wir jetzt hier einmal unsere Konstruktion laden. So. Kleine Kontrolle nochmal. Ich stehe jetzt hier 2 Blöcke drüber. Was sagt mir das? Ich muss nochmal einen Block zur Seite gehen. So, dann gehen wir laden. So, wir können nochmal gucken. So, ich bin jetzt einen Block hier drüber und einen Block hier drüber. Jetzt kann ich nochmal von der Höhe gucken. Ich würde nur noch sagen, wir gehen ein paar Blöcke tiefer. So in etwa habe ich mir das jetzt gedacht. Das heißt, von meiner Konstruktion gehst du 3 Blöcke tiefer nochmal. Und dann können wir mal gucken, wie das aussieht. So, da habe ich schon meine Kuh perfekt in der Mitte hingesetzt. So, das muss ich natürlich jetzt noch 3 weitere Male machen. Jedes Mal nehme ich natürlich den gleichen Abstand, den ich halt auch davor genommen habe. Gehe rein, gehe laden, drücke mein U. So, jetzt kann ich die natürlich nicht so 1 zu 1 ansetzen. Ich möchte mir die jetzt erstmal drehen. So, jetzt fällt mir natürlich auf, ich treffe jetzt meine andere Kuh. Ist nicht so schlimm, das soll so sein. Können wir reingehen, einmal laden drücken und da sehen wir die Kuh, zack, super rüber kopiert und am besten auch immer so kopieren, dass die immer in die gleiche Richtung guckt, als ob die sich da oben drehen würde. Wir haben jetzt ein bisschen was weggelöscht, das müssten wir einfach wieder ein bisschen nachpixeln hier, diese ein paar Pixel. Ja, das ist aber nicht so schlimm. So, und das machen wir hier jedes Mal. Ich werde mit euch jede einzelne Kopie einmal durchgehen, weil ich weiß ja, ihr seid zwar Profis, trotzdem kleine Kontrolle. Hups, was mache ich jetzt falsch? Wir müssen, wenn wir jetzt die Seite kopieren wollen, sowieso von diesem Block ausgehen. So, Rotation wieder zurückstellen. So, wenn wir die jetzt uns jetzt hier einmal so kopieren, das machen wir mal, gehe ich mal auf Laden, haben wir die jetzt natürlich falsch rum kopiert. Das heißt, wir müssen die noch einmal spiegeln. So. Einmal kopiert und gespiegelt, so sollte das sein. So, der Block ist auch perfekt hier, wo ich das ausgemessen hatte. Das ist ganz gut. So, wenn er da schon mal ist, dann gehen wir da wieder ran. Halt, wir sind auf Speichern. Wir wollen laden.
drehen unsere Kuh wieder einmal. Achso. Der ist noch von da drüben. Da müssen wir nochmal neu hinsetzen. So, jetzt kopieren wir die falsche Kuh. So, laden. Und dann drehen wir es nochmal. Ne? So, jetzt können wir sie nicht einfach wieder so hinsetzen, weil dann wäre sie falsch. Wir gehen wieder einmal auf Z. Laden. Und perfekt gespiegelt. Nicht vergessen, die Kuh hier, die ihr angekratzt hat, einfach wieder ein bisschen was hinpixeln. Ja, dass das alles hier passt. So, wir machen nochmal eine kleine Kontrolle bei der ersten Kuh. Fehlt hier was, müssen wir noch was hier hinpixeln. Mal den Block hier weg. Hinten müssen wir nochmal 3. 1, 2, 3. Okay. Sehr schön. Damit haben wir unsere Kühe schon mal hingepixelt. Jetzt wollen wir innen drin das, was wir hier vorgebaut haben, einmal weghauen. Denn ich möchte mir gerne meine Kühe hier noch mit verbinden, in der Mitte. Und dann würde ich einfach so schräg dann einfach mir hier so Streben ziehen. So, aber nicht nur diese Ecken machen wir, sondern auch die Seiten. Könnt ihr hier auch nochmal einfach mit einer Stufenreihe so lang ziehen. Und das würde schon ausreichen, um das, sage ich mal, logisch zu halten. Ne? Man kann natürlich alles hier noch verfeinern. Man kann auch hier sich so ein Muster ausdenken, was so ein bisschen dicker ist. Oder auch hier an den Seiten könnt ihr es auch noch ein bisschen dicker machen. Man kann sich austoben, wie man das machen will. Besonders wir haben hier 3 Blöcke. Das heißt, eigentlich müssten wir oder könnten ja eigentlich auch eine Blockreihe machen. Aber dann kommt es auch immer darauf an, wie ihr eure Kuh kopiert habt, ob das man hier sehen soll oder nicht. Sonst kann man mit einer Stufe das so ein bisschen kaschieren, aber naja, muss man gucken. Aber dann haben wir, sage ich mal, hier unser Aushängeschild für unsere Milka. Das kann man sich noch so teilen, wie man will. Ich habe es mir natürlich so ein bisschen, ja, so schräg dahinter einfach hingemacht, dass man auch vom Weiten schon das erkennt, dass hier eine Milka-Fabrik ist. Wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt. Unser Milka-Schild, das steht jetzt hier in der Welt. Man kann natürlich die Höhe sich einstellen, wie man will. Soll es noch höher sein, sollte es noch niedriger sein, das kann jeder für sich entscheiden. Aber ansonsten war es das wieder für heute. Oben in der Infobox kommt es noch zu weiteren Videos. Ansonsten abonniert doch gerne den Kanal und dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann haut's rein und ciao.